Moin, meine lieben Monis. Und vorab wünsche ich euch allen, auch wenn ein bisschen verspätet, ein bisschen ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Nun gut, dieses Video liegt mir sehr am Herzen und ich würde mir wünschen, wenn es einige von euch zu Ende schauen und nicht vorschnelle Schlüsse daraus zieht. Wie es im Titel bereits steht, wird das hier ein Talk-Video werden, da ich einiges zu sagen habe. Nun ja, wo fange ich hier am besten an? Es ist ja keine Neuigkeit, dass ich unregelmäßig Videos hochlade. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, wenn viele Leute aus meiner Community inaktiv sind. Und das kann ich euch ja auch nicht übel nehmen. Und nun ja, wie wir alle werde auch ich älter und seit August letzten Jahres hat sich so einiges in meinem Leben geändert. So habe ich beispielsweise eine Ausbildung begonnen und habe daher wenig Zeit, mich um YouTube zu kümmern und da Videos produzieren teils ein großer Aufwand ist, fehlt mir leider die Zeit dazu. Ich bin also teilweise wirklich im Stress deswegen und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so ganz übel. Aber dies hat nun mal Vorrang. Trotz allem konnte ich mich gut an das neue Umfeld und die neuen Personen gewöhnen und habe zum Teil auch neue Freunde gefunden. Nun ja, ich mache jetzt YouTube seit Juli 2015, also bald 7 Jahre. Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Und wenn ich zurückschaue, habe ich mich so weiterentwickelt und meinen eigenen Stil entdeckt. Fast 7 Jahre habe ich neue Erfahrungen gesammelt und viele tolle Leute kennengelernt. Danke dafür. YouTube ist eine tolle und kreative Plattform, bei der man immer Neues lernen kann und seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Das soll jetzt aber auf keinen Fall ein Abschied sein, keine Sorge. In diesen fast 7 Jahren gab es Hochs und Tiefs und ich freue mich, dass trotz meiner Inaktivität meine Community immer bei neuen Videos dabei ist und mich unterstützt. Wir sind jetzt in diesen bald 7 Jahren über 400 Leute geworden. Für manche scheint dies wenig, aber versucht euch mal diese Zahl als Menschen vorzustellen. Über 400 Menschen, die meine Videos und meinen Content mögen. Einfach nur Danke an euch. Und zwar Danke an jeden Einzelnen. Weil ohne euch wäre ich nie so weit gekommen. Ich mache die Videos für euch. Und natürlich, weil es mir Spaß macht und ich mich immer neu ausprobieren kann. Deswegen will ich unter anderem auch Videos produzieren, welche meine Community sehen will. So frage ich euch, meine lieben Moonies, welche Videos wünscht ihr euch? Welche wollt ihr sehen? So sehe ich zum Beispiel, dass meine Faktenvideos immer gut ankommen und ziemlich beliebt sind. Auch Ideen für neue Formate könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde jeden Wunsch berücksichtigen und schauen, wie ich diesen umsetzen kann. Also schreibt gerne eure Wünsche in die Kommentare. Auch Tipps und Kritik sind erwünscht und werden zu Herzen genommen. Ich weiß, dass solche Real Talk oder einfach nur Talk-Videos meistens nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten wie die restlichen Videos von mir, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, da mir diese ziemlich am Herzen liegen. Ich möchte mich weiterentwickeln und möchte vor allem in diesem Jahr Videos drehen, die meine Community sich wünscht und interessiert, damit es auch spannender für euch bleibt, um zuzuschauen. Und einer meiner Vorsätze dieses Jahr ist auf jeden Fall, dass ich mehr Zeit für YouTube investiere, da ich dies letztes Jahr nicht so intensiv gemacht habe. Und naja, nochmal Entschuldigung dafür. Nun ja, was soll ich sagen? Das war es eigentlich auch schon von diesem kurzen Video von mir. Und naja, ich wollte euch einfach mitteilen, dass eben total wenige Videos gekommen sind und dass mir das leid tut und ich es dieses Jahr ändern möchte. Und naja, das hat jetzt ihr gefragt. Natürlich werde ich auch mein kreatives Köpfchen einsetzen, um neue Formate zu finden und diese hochzuladen. Jedoch, wie gesagt, schreibt doch gerne eure Wünsche in die Kommentare und ich werde diese berücksichtigen und schauen, ob ich diese umsetzen kann. Also nochmal vielen Dank. Und das war's von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video, ihr Lieben.
Tschüss.